So, liebes Publikum, es geht weiter hier an diesem 1. Mai in Göttingen, diese traditionelle Demonstration. Am 1. Mai, nur in Göttingen, klar. Berlin, die sind noch härter da in Berlin, immer gewesen. Mal sehen, oh, Frau Breustedt, heute Petra gewinne für dieses Mikrofon. Hi, moin! Hallo! Hallo Petra! Ja, 1. Mai! Ja, 1. Danke. Mai! Ja, danke! Am 1. Mai ist man auf der Straße und kämpft für gute Arbeit und für gute Arbeitsbedingungen. Ja, genau. Vielleicht nur diese Hintergrund, kannst du vielleicht bitte... Allá adelante, mein Kameramann. Ja, genau, für gute Bedingungen. Was fällt dir dabei ein zum Beispiel? Welche Sparten? Gerechte Tariflöhne in allen Sparten, einen Inflationsausgleich, eine Einmalzahlung für die gesteigenden Energiepreise, Arbeitszeitreduzierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, für Frauen wie für Männer. Wir haben uns schon letztes Jahr auch hier und vorletztes Jahr auch hier bei 1. Mai begleitet. Bist du immer dabei? Versuchst du immer dabei zu sein? Mir ist es wichtig, am 1. Mai auf der Straße zu sein. Natürlich, ja. Ja. Und momentan, ja, die Situation zum Beispiel, die vorhin war als Motto, habe ich überall gehört, es geht um gegen den Kapitalismus, weil man sieht als diesen Kapitalismus als Grund für diese Klimakrise. Wie siehst du das? Also mir geht es hier um Arbeit und Arbeitsverhältnisse, um Mindestlohn. Man kann eine Kapitalismus-Debatte dabei anführen, das ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne, dass Menschen für das, was sie täglich leisten, auch ausreichend entlohnt werden. Und eine Botschaft vielleicht an den Arbeitnehmer von dir? Mach weiter so. Schönen Dank. Gerne. Schönen Dank. Ciao, Petra. Ja, da war unsere Oberbürgermeisterin. Frau Petra Breustedt. Danke. Danke. So, das ist hier vor dem alten Rathaus, delante der vieja Alcaldía de la Ciudad de Göttingen. En la alcaldía de la Edad Media, muy bonita en su interior. Und wie Sie sehen, das ist die Teilnehmerzahl, das ist sehr, sehr erhöht. Das ist schon weit über 1000 Teilnehmer. Ja. So einen schönen Tag haben wir so heute, passen für eine Demonstration. Einige wie ich so laufen mit Jacke, die anderen in T-Shirt. Ein wunderschöner Frühlingstag, den wir heute erleben. Endlich mal ist der Frühling aufgebrochen. So, jetzt gleich kommen Reden, dann das werden wir das verfolgen. Das sind auf unsere Straßen. Heute ist der 1. Mai und wir bleiben hier. Wir sind stark, wir sind unsolidarisch. Nein, wir sind solidarisch umgebracht.
Hier gibt es noch eine Ankündigung der Initiative Soziales Zentrum. Hallo! Wir wollen euch alle aufrufen, am 4. Mai, also am kommenden Donnerstag, vor dem Bauausschuss vor das neue Rathaus zu kommen. Der Bauausschuss hat vor, mit seiner neu geschaffenen Mehrheit von FDP, CDU und SPD, dann lassen sich das mal auf der Zunge zergehen, in einem Eilverfahren den schnellstmöglichen Verkauf der JVA voranzutreiben und abzusegnen. Wir wollen dagegen protestieren, unseren Unmut äußern und mobilisieren um 15.30 Uhr vor das neue Rathaus. Und um 16.30 Uhr werden wir in den Bauausschuss gehen und da auch unseren Unmut ausdrücken. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag. Einer guten Pflege steht Profit im Wege. Einer guten Pflege steht Profit im Wege. Einer guten Pflege steht Profit im Wege. Okay, dann folgt jetzt ein Redebeitrag der sozialistischen Perspektive und die Leute vom Chor-Kollektiv, die hier singen wollen, die können sich auch schon mal zusammenfinden, weil dann im Anschluss das Einheitsfrontlied gesungen wird. Genau. Liebe Genossinnen, liebe Freundinnen, liebe Zuhörende, für uns ArbeiterInnen ist der 1. Mai der höchste Kampf- und Feiertag. Unsere Klasse ist die ArbeiterInnenklasse. Wir sind die größte und wichtigste Klasse unserer Gesellschaft. Alle Dinge des täglichen Lebens, vom Handy bis zum Hochhaus und alle Dienstleistungen, von Reinigung und Pflege bis zum Busfahren, werden von uns geschaffen. Die menschliche Welt ist Produkt unserer Arbeit, aber sie wird uns gestohlen. Bei den aktuellen Streiks wird deutlich, selbst für den Erhalt unseres Lebensstandards müssen wir kämpfen. Die Kapitalseite will die Kosten von Krieg, Krise und Inflation auf uns abwälzen. Für uns heißt das, dass wir an der Welt, die wir mit unseren eigenen Händen jeden Tag schaffen, immer weniger teilhaben können. Dass immer mehr von uns Existenzängste haben, dass Armut, Schulden und Abhängigkeit uns immer mehr bedrohen. Gegen all das wehren wir uns. Unter anderem mit dem größten Streik seit 30 Jahren. Auch in Göttingen, bei der UMG Klinik Service GmbH, bei der Deutsche Post, bei den Göttinger Verkehrsbetrieben. Und wenn ArbeiterInnen streiken, dann meldet sich wie immer eine unheilige Allianz. Liberale Kolumnisten, Arbeitgeberverbände und besorgte Politiker predigen uns sozialen Frieden, Zusammenhalt und Verantwortung. Diese Forderungen aus den Chefetagen der Republik sind Angriffe auf unsere Streiks. Sie sind Angriffe auf unser Recht, für unsere Interessen zu kämpfen. Und sie sind heuchlerisch. Wann gab es Appelle zu Mäßigung und Frieden, als es um Aufrüstung und Waffenlieferung ging? Wo erinnert man sich an Zusammenhalt, wenn die nächsten Rekordprofite und Bonuszahlungen anstehen? Wer übernimmt Verantwortung, wenn mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut bedroht ist? Frieden, Zusammenhalt, Verantwortung. Das sind unsere Werte. Es sind die Werte der ArbeiterInnenbewegung. Werte, für die Generationen vor uns gekämpft haben. Sie haben Weltkriege und Verrat, Faschismus und Verfolgung, Partei- und Berufsverbote überdauert. Verantwortung gegenüber unseren Freundinnen, unseren Kolleginnen, unseren Familien. Zusammenhalt in unseren Belegschaften, Gewerkschaften und Organisationen. Frieden durch die Solidarität der ProletarierInnen aller Länder. Heute ist unser Bewusstsein für diese kollektiven Werte wichtiger denn je, denn wir stehen vor großen Herausforderungen. Eine Krise jagt die nächste, die Verhältnisse spitzen sich überall weiter zu. Eine organisierte Klasse und eine starke Linke sind nicht nur nötig, sie sind auch möglich. Das sehen wir an vielen Orten. Dort, wo wir in den Betrieben arbeiten. Dort, wo wir uns im Stadtteil verankern. Und dort, wo wir für Enteignung und Vergesellschaftung kämpfen. Dort also, wo Klassenpolitik gemacht wird. Wo sich die Entfremdung zwischen der Linken und der Klasse mehr und mehr aufhebt. Als sozialistische Perspektive wollen wir hier in Göttingen einen Beitrag zu dieser wachsenden und sich formierenden Bewegung leisten. Einer Bewegung,
die an einer Erneuerung der Linken arbeitet. Erneuerung heißt für uns Kontinuität und Bruch, Rückbesinnung und Modernisierung. Wir sind überzeugt, dass eine neue Linke nur durch eine gesellschaftliche Praxis geschaffen werden kann, die an der Lebensrealität der arbeitenden Menschen ansetzt. Alle, die spüren, dass sich an der Art und Weise, wie wir als Linke heute Politik machen, etwas ändern muss, laden wir ein, diskutiert mit uns, lernt mit uns, kommt mit uns ins Viertel. Lasst uns die Klassenkämpfe von unten entfalten. Für eine Linke, die gewinnen will, für eine neue Linke. Für eine neue Linke! Für eine neue Linke! Für eine neue Linke! Für eine neue Linke! Hallo? Ja. Dann würde das Chor-Kollektiv jetzt mit uns gemeinsam einmal das Lied, das Einheitsfrontlied anstimmen. Es sollen aber alle mitsingen, die Lust haben und genau, das ist nicht nur eine Performance. Traut euch immer wieder. Ob
Okay, und mit diesem Lied auf den Lippen wollen wir weiterziehen. Und hey, ich kann nur sagen, wie soll ich das jetzt sortieren hier? Ich werde es trotzdem versuchen. Es geht hier weiter in die Barfüßerstraße. Dort vorne stehen die Kolleginnen hinter dem Fronttransparent. Ich lade erstmal die Falkenkinder und alle Kinder ein. Geht hier hinten rum und fädelt euch ein vor dem Fronttransparent. Und dann hatten wir wie gehabt, hinter dem Fronttransparent bitte unsere Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen, findet euren Platz direkt dahinter. So, jetzt sehe ich hier eine schöne Klassenkampf statt Bratwurstmann-Fraktion. Vielleicht könnt ihr hier so ein bisschen nach vorne kommen, dass die anderen sich noch einfädeln können. Genau, kommt und einfach ein Stück davor, rückt hier zusammen. Und dann fände ich hier die Kollegin von Kinder Stutt und die Unbeflüstert. Get organized to strike. Lauf mal mit nach vorne, bitte. Wenn wir den Jugendblock hier noch irgendwie beisammen haben. Jugendblock, kommt mit dazu, direkt dahinter. Einmal Schleusen öffnen, genau, einmal durch, super. Die lila-schwarze Fraktion hier, ihr könnt wie vorher gerne schon hinter den Blauti euch stellen. Genau, kommt hier rüber, hier hinter den Blauti. Das geht doch gar nicht so schlecht, wie ich finde, mit dem Sortieren. Die sozialistische Perspektive, ihr kennt eure Blockposition auch gerne hier dahinter dann, hinter dem lila, rot, schwarzen. Also es ist sehr schön organisiert, sehr gut organisiert. Diese tausende Personen, die hier auf einem engen Platz befinden, wie sie weiter marschieren, wie sie auch einmarschiert sind an diesem Platz. Ja, die deutsche Organisation, der ganz toll. Bin ich stolz darauf. Ja, stellen Sie sich mal vor, 1000 Personen auf einem, ja, finde ich, kleinen Platz für 1000 Personen, wie die einmarschiert sind, da sehen Sie. Wie die rausmarschieren werden. Lauf gerne los! Dann haben sie so nach Farben so solidarisch eingegliedert und so nach Farben werden die auch weiter marschieren. 1. Mai in Göttingen. Ja, wie gesagt, so seit der Polizei auch schon gehört, mehr als 1000 Personen, die 1000 Personen sind heute hier, 1. Mai, einmarschiert. Habe da, wenn Sie das weiter so haben, für die Spezie angeschaltet haben, da waren mehrere Interviews, die ich geführt habe. Die letzte war mit der Oberbürgermeisterin von Göttingen, Frau Petra Breustedt. Politiker waren auch da, also von Arbeitnehmer waren auch dabei. Ja, und das erwähne ich, weil das ist schon die letzte Sendung für heute. Schön, wenn Sie dieses Video weiter teilen. Und immer wieder meine Videos weiter teilen, das ist eure Unterstützung für diese ehrenamtliche Arbeit. Ja, die Leute fragen mich auch. Ja, wer ist hinter mir? Wer finanziert das? Keiner. Das mache ich gerne für euch. Ich habe die Zeit jetzt. Ja, eine kleine Rente investiere ich hier gerne. Auf Español ahorita, Español. En español, ya bueno, esto fue la última transmisión por el día de hoy, de lo que fue, de lo cómo se celebra acá el primero de mayo, en este caso aquí en Göttingen.
En Berlín ya había dicho antes, se tiene todavía, o tengo todavía las imágenes de la forma violenta en que ya se celebra el primero de mayo. Acá es bien diferente. En Göttingen es una ciudad estudiantil, cerca de 130.000 habitantes. Bueno, espero que ya les haya gustado esta nota periodística. Chévere si la participan a otros. So, liebe Publikum, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war 1. Mai in Göttingen. Wir gehen weiter, aber das ist ja für mich schon genug für heute. Schön, wenn Sie meine Videos, nicht nur dieses Video, sondern meine Videos weiter teilen. Das ist Unterstützung für diese Arbeit. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao.